Ein wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Willkommen zurück zu Stardew Valley. Direkt erstmal ein kleines Vorwort. Und zwar möchte ich mich bei dem Leonard bedanken, der mir unter die letzte Folge mega viele Tipps gegeben hat, beziehungsweise dort viele Tipps hingeschrieben hat. Und das sind auf jeden Fall Tipps, die mir weiterhelfen, denn den Großteil davon wusste ich nicht. Ich zähle das mal ganz kurz auf, bevor ich hier so richtig loslege. Quasi kann ich eigentlich nebenbei ein bisschen gießen, oder? So. Also, Tipp Nummer 1 war, ich soll alles verkaufen, bis auf die Sachen, die ich durch Hofarbeit bekomme. Tipp Nummer 2 war, ja, wie man am besten fischt, das kriege ich aber schon so hin. Tipp Nummer 3 war, ich soll die Powerleiste, da unten die Energie nicht ganz aufbrauchen, ansonsten füllt die sich bis zum nächsten Tag nicht richtig auf. Und das war auch der Grund, warum ich bei der letzten Übernachtung nicht volle Energie wieder hatte. Dann, was war noch? Ich soll nicht diese Joja-Mitgliedschaft kaufen. Das kann sehr teuer werden. Mehr hat er dazu aber nicht geschrieben, aufgrund von Spoilergefahr. Dann kann man wohl... Irgendwie meinte er was von wegen B drücken, um die Karte zu öffnen. Aber hier habe ich doch die Karte. Da weiß ich gerade nicht, was er meinte. dann, was war noch? Was war noch? Von den Fischen, die ich angel, soll ich jeweils einen aufheben. Ich glaube, da wollte er darauf hinaus, dass man ja, Quests bekommt. Und da kann man öfter mal einen Fisch brauchen, deswegen soll man da am besten immer einen in der Hinterhand behalten. So, was war noch? Ja, ich soll nicht in Teichen angeln, sondern lieber in Seen, Flüssen oder im Ozean. Wahrscheinlich gibt es da mehr Fische, macht auch irgendwie Sinn. Und dann hat er mir... gesagt, man hat unendlich Zeit zum Spielen. Das ist schon mal richtig nice, dass mir kein, sagen wir mal, Limit in irgendeiner Weise gesetzt wurde. Oder was ist das denn? Da gucken Regenwürmer raus, oder? So sieht das zumindest aus. Egal. Ja, und ich soll oben rechts auf der Karte mal in die Höhle gehen. Das wusste ich bereits, aber das hatte ich noch nicht gezeigt, weil ich da noch nicht hingekommen bin. Ich muss jetzt erstmal gucken. Ich denke... Ja gut, wir haben nur 127 Gold. Ah ja, und noch ein Tipp. Ich soll gucken, dass ich nicht... Ja, gegen Ende des Monats nichts mehr pflanze, weil... Ein Monat ist in irgendeiner Weise nur eine Jahreszeit. Also, eine Jahreszeit hat 28 Tage. Und wenn man Pflanzen am Ende dieser Jahreszeit pflanzt, dann sind die am nächsten Tag Schrott. Weil die natürlich nur in der entsprechenden Jahreszeit wachsen. Was natürlich auch Sinn macht. Jetzt wurde mir auf jeden Fall von ihm sehr viele Tipps gegeben. Damit ich, leichter in das Spiel starten kann, würde ich mal sagen. Der Typ ist immer noch da. Ich glaube, also wir müssen auf jeden Fall irgendwas triggern, damit wir in die Höhle können. Erste Schritte hier. Baue Pastinake an. Haben wir doch schon gemacht. Vielleicht sollen wir die jetzt auch noch ernten. Na, auf jeden Fall. Gucken wir mal hier. Laden. Ah, nee, Moment. Was sagt denn mein Holz? Oh, ich habe natürlich kein Holz dabei. Das ist natürlich hier. Den können wir ranquatschen. Jemand Fremdes? Hallo? Lass dich von mir nicht stören. Ich lebe allein hier draußen. Okay. Danke für die Info.
da in die Höhle will ich rein. Da kann man gut Erze farmen. Da kann man auch gegen Monster kämpfen. Aber wir müssen erst irgendwas vorantreiben, damit wir da hinkommen, oder? Ne, ich kann hier nicht einfach rüber laufen. Aber ich kann natürlich hier eine Axt mal nehmen. Oh. Hallo. Fall doch endlich mal. War ja klar. Guckt euch das an, wie das alles einfach in... Als ob die das mit Absicht machen. Du kriegst das Holz nicht. Super. Halbe Energie schon weg. Oh, hier kann ich auch. Alter, dass die so lange brauchen, dass die... Das war eine Kiefer. Also quasi kann ich eigentlich, wenn ich eh unbegrenzte Zeit habe, immer die Energie fast aufbrauchen und dann schlafen gehen. Da oben sind Vögelchen. Oh, toll. Manche Baumstümpfe bringen auch nichts. Okay, auf jeden Fall keine Joja-Mitgliedschaft. So, gucken wir mal, mit wem wir noch... Ah, da ist dann ein Typ. Sam. Hey, ich bin Sam. Nett, dich kennenzulernen. Oh, mehr hat er auch nichts zu sagen. Schön. Nett, dich kennenzulernen, Sam. So, wer ist hier? Niemand. Toll. Niemand. Oh, hier ist eine kleine Omi. Oh, hallo und willkommen in unserer kleinen Gemeinde, mein Kind. Du kannst mich Oma nennen, wenn du willst. Evelyn. Nett, sie kennenzulernen, gnädige Frau. Emily. Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Dir wird es in Pelikan gefallen. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Okay. Vielen Dank für die Info. Okay, hier ist auch nichts. Aber ich denke mal, wenn wir Freundschaft mit den ganzen Bewohnern geschlossen haben, dann können wir auch ihre Räume besuchen. Oder ist nichts. Ich kann natürlich auch Mülleimer durchsuchen. Aber das ist nichts. Nichts. Und wieder nicht. Oh, lol. Bauernhof hier oder was? Cool. Ja, okay. Hi. Oh, die ist wohl schüchtern. Ah, Bürgermeister Levis hat mir gesagt, dass du gerade angekommen bist. Ich bin Mani. Mani. Ich verkaufe Nutztiere und allerlei Hilfsmittel auf meiner Ranch. Schau auf jeden Fall mal vorbei. Okay. Vielen Dank für die Info. Den Hinterausgang hier. Es ist verschlossen. Natürlich. War mir irgendwie klar. Laden ist gerade zu anscheinend. Mhm. Oh, hier. Wilder Meerrettich. Gucken wir mal kurz hier. Hof Pelikan. Also schon 17 Uhr. Und hier sind wir schon auf unserem Grundstück. Ich würde mal interessieren. Das da ist ja ein Teich. Und das da ist auch ein Teich. Im Endeffekt. Ist das hier schon See oder ist es immer noch ein Teich? Saat, setze ihn auf deinem Hof, um eine Kiefer anzupflanzen. Da ist ein. Da kann ich eine Kiefer einsetzen. Beziehungsweise pflanzen und da. Und das ist Ahorn. Ahorn. Oh, mal. Ungültige Position. Da.
Ach so. Okay. Ja, wir sammeln noch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Hier ein bisschen in die Richtung. Oder hier. Oder da. Hallo? Auch nicht. So. Und jetzt fällen wir den Baum. Aber ich darf nicht in den roten Bereich. Oha. Die Frage ist... Okay, ich bin nicht im roten Bereich. Es ist 18.40 Uhr. Es dämmert schon langsam. 116 mal Holz. Aber ich kann den wilden Meerrettich nehmen, um ja wieder was zu essen, damit ich wieder zu Kräften komme. Also könnte ich doch theoretisch... Ach komm, 19 Uhr. Landmann ist vorbei. Schlafen wir heute einfach mal. Ein bisschen früher. Okay. Ja, ab ins Bett. Wäre cool, wenn wir schon früher ins Bett gehen, wenn wir auch früher aufstehen würden. Aber ich glaube, 6 Uhr ist immer Aufstehzeit. Von daher nicht so schlimm. Ein Fortschritt wurde gespeichert. Ja, 6 Uhr ist immer Aufstehzeit. So, jetzt habe ich Post. Hallo? Ja. Jetzt wurde mir schon das erste Mal was im Endeffekt geklaut von einer Krähe. Dafür müssen wir dann später eine Vogelscheuche hinbasteln. Wir gehen erstmal kurz ins Hofbuch. Erste Schritte, 100 Gold. Ja, nochmal ins Hofbuch. Fortschritt. Bau einen Hühnerstall, sollen wir jetzt machen? Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle eine Vogelscheuche her. So. Ich soll alles... soll alles verkaufen, bis auf die Sachen, die ich bei Hofarbeit bekomme. Das heißt, die Sachen, die ich pflanze, soll ich nicht wieder verkaufen? Habe ich das richtig verstanden? Ja, Leo wird das bestimmt wieder hier sich angucken. Falls dir was auffällt, schreib es mir einfach in die Kommentare. An unsere geschätzten Yoyama-Kunden, unsere Teammitglieder haben den Landrutsch, der durch unsere Bohroperation in der Nähe des Bergsees ausgelöst wurde, entfernt. Ich möchte euch daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind, gemäß Absatz L61091 Yoya GmbH Gesetzesänderung. Verantwortlicher Umgang mit der örtlichen Umwelt ist unsere höchste Priorität. Wir entschuldigen uns für jegliche Unannehmlichkeiten, die dieser Unfall eventuell bereitet hat. Wie immer bedanken wir uns für eure fortwährende Unterstützung. Morris, Repräsentant für Yoya Kundenzufriedenheit. Das Beste an diesem Satz ist, ich möchte daran erinnern, dass unsere Bohroperationen vollkommen legal sind. Gemäß Absatz bla 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 Yoya GmbH Gesetzesänderung. Das heißt, sie haben die Gesetze geändert, damit es legal ist. Was schon mal nicht legal ist. Aber okay. Gut, die Sachen. Ich glaube, die Sachen behalte ich erstmal. Ich packe die Angel mal weg. Die Sense packe ich kurz weg. Die Spitzhacke brauchen wir. Die Hacke lasse ich auch kurz weg. Gießkanne brauche ich noch kurz. Die Sachen brauche ich auch. Gut. Wir gießen erstmal ganz kurz. Gut, ich habe zwar jetzt 227 Gold, um was zu kaufen. Als Freitag? Okay, der Freitag ist der Laden auf. Freitag ist der Laden auf. Dudai. Gut, alles gegossen. Jetzt machen wir mal hier auffüllen. So, Moment mal. Das packen wir mal dahin.
Und das zum Futtern packen wir mal kurz nach hinten. Ich muss unbedingt mein Inventar mein Inventarplatz erweitern. Muss noch. Oh. Cool. Oh, hallo. Was für ein Schandfleck. Das ist das Gemeindezentrum. Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt immer gut besucht. Jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber von ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Recht hat er. Der Jojo-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen eben an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Joja-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Seufz. Hier, lass uns reingehen. Ah, siehst du. Wenn wir die Mitgliedschaft kaufen, heißt es, das Gemeinschaftszentrum wird verkauft. Oha. Das sieht ja wirklich ein bisschen heruntergekommen aus. Was ist das? Vincent und Jas müssen hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Oh, was war das? Was? Das denn? Ein winkendes Etwas. Was ist los? Ist dir schlecht? Ich hab doch was gesehen. Du hast etwas gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Das sah aber nicht aus wie eine Ratte. Alter! Ich mache mir Sorgen um dich, Andi, diesmal. Ja, ich mache mir auch Sorgen. Ich halluziniere. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche etwas Mittagessen. Na dann, ciao. Oh, was jetzt hier noch? Hey, lass diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die ein oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Rattenfänger, soll ich jetzt auch noch spielen? Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genau unter die Lupe nehmen. Okay. Warum stehe ich jetzt davor? So, schauen wir mal. Erstmal, gucken wir mal. Hallo? Hallo? Geht nicht. Geht nicht. Okay. Erstmal kurz hier einmal durchgucken. Hier, bam. Alles kurz und klein hauen. So, was ist hier los? Alter, was steht da? Das kann ich nicht lesen. Vielleicht kann ich das irgendwann später mal lesen. Okay. Ein Baum. Mhm. Das? Das könnte mal ein Aquarium gewesen sein. Auch nichts. Das sieht aus wie so ein Tresor. Wette mit euch, das Gemeinschaftszentrum können wir aufbauen in irgendeiner Weise. Der Ofen sieht auch ziemlich mitgenommen aus. Das wäre schon geil, wenn das die zentrale Anlaufstelle für alles werden würde. Ich kann hier quasi ja nichts machen, ne?
Nichts. Nichts und wieder nichts. Okay. Das ist das Gemeinschaftszentrum. Dann gehen wir erstmal ganz kurz in den Laden. Oh, da ist auch schon ein Auftrag. Wieder mal reingekommen. Tag 5. Wir müssen echt drauf gucken. Tag 28, der letzte. Dass wir so pflanzen, dass auch wirklich bis zum 28. alles fertig ist. Ich hätte gerade so gerne Seetang. Bitte komm damit bei mir vorbei, Evelyn. Ja, ich habe gerade keinen Seetang, aber nicht so schlimm. Nicht so schlimm, nehmen wir trotzdem an. So, jetzt muss man gucken. Ja, okay. Müssen wir mal gucken. Wir haben 227. Wir natürlich weiter Pastinaken setzen. 12 Tage für Blumenkohl. 6 Tage für Kartoffeln. Komm, wir kaufen 4-mal Kartoffeln. Passt. So. Und da der Bergrutsch jetzt weg ist. Wobei. Ein bisschen doof. Ja, ich muss erst nochmal nach Hause. Ich muss die Kartoffeln loswerden. Das ist immerhin ein Inventarplatz. Und ich sag euch eins. Es dauert da ein bisschen länger. So, Lauch. Lauch. Bims Lauch. Wattenspruch. So, machen wir mal hier. 1, 2, 3, 4. Bisschen gießen noch. Dann können wir die Gießkanne nämlich auch wegpacken. So. Nein! Jetzt habe ich nicht die Gießkanne weggepackt, sondern das Ding. Wobei, 40 Energie. Komm hier. Zack. Wahrscheinlich brauche ich später das ganze Futter noch vielleicht für... Ja, Energie sammeln. Also, ja, Energie auffüllen. Mal gucken. Hayley. Oh, du bist der neue Bauernjunge, oder? Hä? Oh, ich bin Hayley. Wenn du nicht diese entsetzlichen Kamlotten tragen würdest, wärst du vielleicht sogar recht süß. Was soll denn das heißen? Ich bin voll fesch gekleidet, ja? Kleider machen Leute oder was? Sei mal nicht so frech. Wer redest du da überhaupt? Was denkst du denn, mit wem du redest? Als ob ich da jetzt nicht durch die Büsche gepasst hätte. Was ist da los? So, jetzt will ich euch zumindest noch zeigen, was ich meinte mit Höhle. So, jetzt frei. Kommen wir da rein. Richtig gut. Was ein Typ. Ich habe gerade einen Blick in diesen alten Minenschacht geworfen. Er ist seit Jahrzehnten verlassen. Trotzdem denke ich, dass es dort unten noch gutes Erz gibt. Aber ein dunkler Ort, ungestört für so lange Zeit, ich befürchte, Erze sind nicht das Einzige, das du dort finden wirst. Hier, nimm das, du wirst es brauchen. Das erinnert mich so sehr an Zelda, ey. It's dangerous to go alone. Take this. Du erhältst rostiges Schwert. Vielen Dank. Mein Name ist übrigens Marlon. Ich leite die Abenteurergilde da draußen. Ich werde dich im Auge behalten, beweise dich und ich werde mir überlegen, dich aufzunehmen. Danke. So, gucken wir mal. Ah, nicht stark genug. Gut, dann gehen wir einfach mal runter. Zack.
Also im Endeffekt müssen wir hier die ganze Zeit Steine abbauen. Bei den roten Steinen ist, glaube ich, die Chance höher, dass es vielleicht mal Kupfererz gibt. Und ja, zum Beispiel jetzt gerade. Und jetzt haben wir die Leiter gefunden. Also wir müssen im Endeffekt so lange Steine klopfen, bis wir erreichen Ebene 5. Wir müssen so lange Steine klopfen, bis wir die Treppe finden. Hä? Was war das denn jetzt? Bam! Erwischt. Gut. Oh, da ist schon die Leiter. Aber ich will erstmal hier. Oh, hier! Down! Geht doch. Und jetzt ist schon mein Inventar fast voll. Beziehungsweise es ist voll. Ich könnte natürlich jetzt hier den Lauch essen. Grünalge. Ne, wir essen mal das. Pastinake. Machen wir zwei Plätze wieder frei. Gut. Ich würde sagen, nächste Etage. Bis Etage 5 werden wir es ja wohl schaffen. Oh, und hier? Ja, da ist Kupfererz drin. Komm hier, geh down. Die Fliege geht mit einem... Oh, mit einem Angriff down. Oh. Inventar voll. Dann essen wir nochmal den wilden Meerrettich. Genau, den essen wir komplett auf. Super. Dann müssen wir mal gucken. Hier, den. Ja, hier, komm. Ich will durch. Zack. Down. Bam. Down. Oh, und da können wir nochmal abbauen. Nice. So, jetzt weiß ich gerade noch nicht, wo die Leiter ist. Deswegen heißt es jetzt einfach abbauen. Bis wir die Leiter finden. Toll. Wo ist die Leiter, Mann? Oder habe ich die schon übersehen? Lol. Oh, hier ist er. Endlich. Ah, voll dunkel hier unten. Mist. Müssen wir echt aufpassen. Wow. Geh down. Na, endlich. Was für ein Viech. Ja. Yeah. Toll. Ah, hier. Ebene 5 erreicht. Geil. Jetzt sollen wir Ebene 40 direkt erreichen. Was?
Was? Alter! Ah, Hilfe, ich werde umzingelt. Jetzt wurde ich mit Schleim attackiert, was? Down. Komm hier, bam, bam, bam. Erledigt. Okay. Schon wieder, hier. Inventar voll, lol. Oh, jetzt? Karotte essen. Lecker Höhlenkarotten. Oh, da geht's schon weiter. Mal ganz kurz. So wollte ich das machen. Damit es ein bisschen schneller geht. Down. Da geht schon weiter, lol. Okay, machen wir. Okay, es können auch durch Gegner besiegen, die Leitern frei werden. Okay, down. Wir haben schon 22 Uhr, ey. Ey, du kannst mich noch. Ich glaube... Oh Mann. Oh. Das Ding... Ah, die Dinger kriege ich noch nicht down. Dafür ist meine Hacke noch zu luschig. Hallo. Bleib doch mal hier. Hallo, nein. Das geht so nicht. Was die Nacke ist. Komm hier. Geschnetzeltes. Boah, ist ja eklig. Okay, jetzt können wir das aber nicht mitnehmen. Denn das Inventar ist voll. Oh, jetzt ist er müde. Okay, okay, okay. Dann müssen wir... Oh, Moment. Nee, das können wir nicht mitnehmen. Jetzt müssen wir schnell nach Hause. Ist schon mitten in der Nacht. Nicht, dass wir vor Erschöpfung einschlafen und umfallen. Das kann die ein oder andere Folge haben. Ich weiß gar nicht, ab wann man vor Erschöpfung einschläft. Ich glaube, ab 2 Uhr oder so. Wird knapp. Ich glaube, 2 Uhr ist die Deadline. Komm schneller. Das schaffen wir! Schaffen wir schon. So, und jetzt schnell schlafen gehen. Ja. Okay, geschafft.
Hofarbeit Stufe 1. Plus 1 Gießkanneffektivität. Plus 1 Hackeneffektivität. Neue Herstellungsrezept Vogelscheuche. Und neues Herstellungsrezept Standarddünger. Minenarbeit Stufe 1. Plus 1 Spitzhackeneffektivität. Neues Herstellungsrezept Kirschbombe. Achso, das Teil, was wir vorher nicht aufheben konnten, war eine Kirschbombe. Naja, mit Kirschbomben habe ich noch nichts am Hut, von daher ist nicht so schlimm. Gut, Fortschritt wurde gespeichert. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Pause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Gerne wieder unten in die Kommentare schreiben ein paar Tipps. Aber ich denke, ich werde die nächste Folge direkt jetzt aufnehmen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Und vergesst nicht, wenn euch die Folge gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, wäre ich sehr froh über einen Daumen nach oben. Ciao.